Hallo Freunde, es geht wieder weiter mit meinem Let's Play von Metroid Prime 3. Im vorherigen Part habe ich endlich den Hazard Shield hier auf der Piratenheimatwelt gefunden und damit bin ich jetzt vor Säureregen geschützt und kann sogar durch Brenn gelaufen. Und hier bin ich jetzt bei einer neuen Transitstation. Karte der Transitstrecken, momentane Position Transitstation 3A, Anschluss zum Kommandozentrum. Genau, ich schaue nur gerade, hier ist aber, glaube ich, scheinbar nichts über die Piraten zu scannen, ist aber auch nicht schlimm. So, also, dann... Achso, nee, hier ist einfach nur ein Handscanner. Okay. Gut, dann rufe ich mir mal wieder so eine Pseudo-U-Bahn. So, jetzt bin ich wieder bei der Kommandozentrale. Nur kurz auf die Karte gucken. Genau, Transitstation 3B zu den Forschungsanlagen und rauskommen tue ich dann direkt beim Zentralaufzug. Ja, und hier ist ja auch noch ein Ziel. Deaktivieren Sie das Verteidigungssystem und hier auch noch passieren Sie den Säureregen. Ich glaube, erstmal muss ich den Säureregen passieren, damit ich... da überhaupt mal was bewirken kann. So. Ja, alles scannen am besten, einfach so zu sichern. Ist hier was für die Piraten? Kein Eintrag. Na dann eben nicht. So. Ist ja egal. Zack. So. Ah ja, hier sitzt so ein komisches Dingsbums. Mechanische Sperre ist verriegelt, Steinert benötigt Explosionsstoß, um Ausrüstung des Tors einzuleiten. Na, seht ihr, der... Säureregen macht mir endlich nichts mehr aus, dank des Hazard Shields. So, und mein Anzug glüht dabei auch immer so komisch. So. Jetzt. Turn around. So. Jawoll. So, und schon bin ich wieder beim Zentralaufzug und jetzt kann ich gleich mal da auf die andere Seite rüberlatschen. Und dann durch den Säureregen durchmarschieren. So, hier. Was zum... Struktur besteht komplett aus Verzieh, den Hofer könnte bemüßte sie durchdringen können. So, hier sind doch... Na klar. Piraten! Wo war der denn so lange, hä? Und tschüss. Sowas gibt's ja nicht. So, hier komm ich erstmal nur wegen dem Hazard Shield durch den Säureregen durch und hier brauche ich auch meinen Elektro-Grapple. So, Energie ableiten. So, und schon ist die Schildbarriere deaktiviert und ich kann endlich mal hier durch. So. Ah ja, was ist das denn da oben bitte für ein Zeug? Abwasser gelangt durch den Abfluss in ein Rohrnetz im Boden und wird aus der Anlage abgepumpt. Na lecker. Das heißt, ich laufe gerade durch Piratendümpfiff, oder wie? Morphologie Siol. Von Verzon lebendes, ungeziefer streiften Schwärme umher. Die tun mir nicht wirklich was. So. Vorgabe erfüllt. Aha. Was zum... Oh-oh. Ei. Zugangsschutz zum Expressverriegel öffnen nicht möglich, solange ein zentrales Verteidigungssystem in Einsatz ist. Na dann!
Ui, jetzt kommen hier noch diese komischen Viecher hier. Die hatte ich doch auch schon mal. Oh, hier gibt es einen Pirateneintrag. Ja, ey, du bist schon wieder Hypermodus, ey. Was bildet ihr euch ein? Und noch mehr. Die kommen von überall her. Aber die haben gerade solche Lüftungsschächte freigemacht. So. Puh. Jetzt ist es hier gegnerfrei. So. Also, ein neuer Eintrag. Daten der Welt und Piraten dekodiert auslese. Mit Hilfe unserer erbeuteten Aurora-Einheit gelang es unserer großen Anführerin, viele Geheimnisse des Phase zu ergründen. Die dunkle Samus übt nun Kontrolle über diese lebende Welt aus und kann sie dazu bringen, Fazumkeime auszustoßen. Sie war begierig, diese neue Kraft zu erproben. Als wir erfuhren, dass als erste Welt unsere Heimat dieser Segen zuteil werden sollte, frohlockten wir. Der Keim wurde in die Leere geschickt und fand schnell seinen Weg zu unserer Heimatwelt. Närrisch versuchten unsere Brüder, ihn abzuwehren, doch ihre Bemühungen waren vergebens. Man bedenke, dass wir einst wie sie dachten und handelten. Nun ist es vollbracht und langsam gleicht sich unsere Heimatwelt dem Phase an. Schon bald wird es zwei lebende Planeten geben, zwei Fahrzeugquellen, die unsere Anführer nach ihrem Ermessen gebrauchen wird. Schon bald werden sich tausende neue Novizen unter ihrem Kommando einreihen. Wer es glaubt? So, ich muss jetzt hier eh mal mit dem Morphball hier rein. So, und Samus ist schon wieder zu dumm zum Springen. So, hier. Oh. Hui, wo bin ich denn hier auf einmal gelandet? Ah. Ups. Ah, ich verstehe, hier war ich doch schon mal. Hier ist doch diese Verzitabdeckung runtergekommen und... Na, ihr wisst schon. Da ist noch eine Spiderball-Schiene. Ich will mal wissen, wo mich die hinbringt. So. Hepp. Oh. Hepp. So, mal schön verfolgen. Ah, da komme ich zu dieser Tür hier rauf. Ist ja geil. So. Ah, ich habe eine neue Transitstation entdeckt. Das ist gut. So, hier irgendwie wo was? Nee, nur das da vorne. Karte der Transitstrecken. Momentane Position Transitstation 4A. Anschluss zu den Minenanlagen. Richtig, hier gibt es nämlich noch ein drittes Gebiet in der Heimatwelt der Piraten. Und da muss ich jetzt als nächstes hin. Ein neues Gebiet in der Heimatwelt der Piraten und hier gibt es schon wieder zwei Wege. Laut Karte habe ich hier nämlich noch überhaupt keine richtigen Daten, wie ihr sehen könnt. Ne? Also hier nicht und da nicht. Mal kurz gucken. So, ich mache das einfach immer, weil ich es kann. So, schon ist hier... Aha, hier scheint eine Speicherstation zu sein. Okay, die brauche ich mal nicht. Aber wenigstens ist sie schon mal auf der Karte. Und hier geht es jetzt richtig weiter. So, komm, mach auf, mach auf, mach auf. So. Wow. Wie... Oh.
Hör bloß auf! Hier so rumzuspacken. Was haben wir hier? Fahrzeuggenehm wurde durch eine unbekannte Legierung. Bla bla bla. Ah, wieder diese gottverdammten Kommandopiraten hier. Ich hasse euch! Und tot. So. Puh. Habe ich die jetzt alle ausgeschaltet? Ja. So, was haben wir hier? Zahlreiche Risse in dieser Felsschicht deuten an, dass es sich abtragen lässt. Ja, wo bin ich eigentlich hier genau? Ich bin... Karte bitte. In der Fahrzeuggrube. Da kommt man sich ja vor wie in den Fahrzeugminen auf Talon 4. Da haben sie ja auch... Ja, ihr wisst schon, Fahrzeug abgebaut. So, schön Energie und Muni aufsammeln. So, was ist das hier? Steuerterminal für Förderanlage, Einsatz der Anlage erfordert Interaktion mit dem Terminal. Okay, so, Moment mal, wie und wo und wie komme ich hier wohin? Hier ist noch so eine Fahrzeugader, kann man jetzt sagen, so eine Gesteinsschicht. So, also ne, ich glaube, ich muss hier einfach mal rundherum. So, hier. Genau. Ah, ich glaube, hier brauche ich aber wieder, brauche ich immer einen Ex-Revisor. Ich glaube, ne, ich glaube, das müsste doch so gehen. Ja. Ah ja, genau. Oh, was haben wir denn da Feines? Das ist ja riesig. Das ist interessant. Okay. So. Genau. Dieses riesige Ding hier. Bohrkopf zum Zertrümmern ausgehärteter Fahrzeugadern. Betrieb erfolgt über angrenzendes Terminal. Also mit diesem Bohrkopf kann ich diese beiden Wände da jetzt einreißen. Mache erstmal die da oben. So. Und ab geht die Luzi. Ja. Das ist jetzt eine Halfpipe geworden. Super. So, und dann trag doch bitte noch die rechte Wand ab. So. So. Hochfahren. Und nochmal reinbohren. So, da gibt es nämlich einen Missilcontainer, den ich mir jetzt gleich holen werde, wenn der hier fertig ist. Yeah, baby! It's cool, man! So, und jetzt brauche ich diesen Bohrkopf auch gar nicht mehr und ich kann ihn eh nicht mehr benutzen. Startschirmel ohne weitere Funktion. Keine weiteren geeigneten Förderstellen vorhanden. Das waren jetzt nur diese beiden Wände. Die da drüben musste ich unbedingt abtragen, dass ich überhaupt zur Tür komme. Und die hier hätte ich jetzt nicht unbedingt müssen, aber da ich ja den Missilcontainer haben will, auf jeden Fall. So, und her damit. Missilcontainer erhalten! 145 Stück kann ich jetzt verwenden. So. Gut, der Bohrkopf ist jetzt auch, ja, brauche ich jetzt nicht mehr. So, und hier jetzt mit dem Boostball hier rein. So, sonst noch irgendwie irgendwas? Nö. Okay. Zack, dann geht's mal hier weiter. Was ist das hier? Aufsatz ist im Laufe der Zeit strukturell müde, mit einem starken Ruck lässt er sich entfernen. Na dann. Und zack. So, und hier... Aufzug wird von Weltraumpiraten zum Transport zwischen den Ebenen des Komplexes verwendet und... Oh, ihr schon wieder! Geht doch einfach sterben! So... Moment mal, hier ist... Aha... Moment mal, wenn ich... Achso, hier komme ich gar nicht rein, da muss ich von oben...
Ah ja, Spider-Bot-Schiene. Hab schon kapiert. Hier muss ich einmal links und einmal rechts mich hier so reinfallen lassen und dann... So, genau. Hier muss ich nämlich den Aufzug quasi entriegeln. Der wird zwar dann runterstürzen, aber naja, wird mir nichts anderes übrig bleiben. So, und... So. Upsi. No! So, voll abgestürzt und... Oh, Pirateneintrag. Daten der Welt und Piraten dekodiert. Vorstoß. Die Zeit ist gekommen. Unsere Anführerin hat das Kommando. Endlich ziehen wir in die Schlacht. Drei Welten werden angegriffen, jede von Bedeutung für die Föderation. Wir werden die Spionagebasis auf der Elysia auslöschen, die Brennstoffproduktion des Bryo und die Marinestation des Norion. Und jede dieser elenden Welten wird wie Face werden und uns Zugang zum Territorium der verhassten Föderation verschaffen. Von diesen Welten aus werden wir unseren Vorstoß fortsetzen. Endlich werden wir unsere Feinde Demut lehren, um sie schließlich zu versklaven. Drei Fahrzeugkeime werden geschickt und jeder einzelne wird von einer Armada begleitet. Die dunkle Samus selbst wird den Schlag gegen den Norion führen. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Tja, aber sie haben es ja nicht geschafft, ne? Beim Norion konnte ich es verhindern, dass der vom Fahrzeugkeim getroffen wurde und den Bryo und auch die Elyse habe ich davon befreit. So, mit einer... Genau, mit einem Voltjump käme ich hier wieder rauf mit der Screw Attack, aber ich muss jetzt eh mal hier weiter, oder ne, Moment mal. Muss ich nicht irgendwo hier? Ne, hier ist eh eine Tür. So, hier geht's weiter. So, Karte bitte. Fahrzeug Abschöpfung. Vor einem Minenaufzug, Fahrzeuggruppe, Fahrzeug Abschöpfung. So. Aber... Wow. Holy shit, was ist das da für ein Riesending? Mechanoid, Fahrts- und Förderdrohne, Luftabwehrsystem unzerstörbar. Eine Überladung setzt die Drohne allerdings kurzzeitig außer Gefecht. So. Diese Drohne würde mich nämlich angreifen, wenn ich sie nicht kurz... Ja, seht ihr? Das heißt, da muss man immer wieder auf diese blaue Kugel da ballern. Dass die mal kurz einen Kurzschluss kriegt. Was für ein Wortwitz. Kriegt kurz einen Kurzschluss. Haha, wie lustig. So. So, weil sonst würde sie mich abknallen. Das mag ich nicht. So, und vor allem macht sie hier, glaube ich, noch irgendwie den Boden kaputt. Hör bloß auf damit. Mach mich nicht sauer, du Mistvieh, du. So, hier ist nämlich eine Tür. So und... Wow, ach du meine Güte, was ist das denn hier? Dieser Strahl nimmt das mit der Förderkanone losgelöste freie Fahrzeug auf und transportiert es ab. Die Förderkanone feuert einen hochfrequenten Strahl ab, der Fahrzeuganreicherungen zertrümmert. So, hier muss ich nur aufpassen, von diesem grünen Strahl nicht getroffen zu werden, sonst nehme ich ja Schaden. So, aber hier... Totenkopfdrohnen! Sowas. Richtig, richtig nervig. Schwupps! So, wartet mal. Hier ist noch irgendwas, bilde ich mir ein. Ja, ein Pirateneintrag ist hier an der Wand. Gut, dass ich den nicht übersehen habe. Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Sieg und Niederlage. Der heutige Tag bringt gleichsam Triumph und Leid mit sich. Unsere Truppen konnten den Bryo einnehmen. Der Außenposten der Föderation liegt in Schutt und Asche. Zwar trafen wir die Spionagebasis auf der Elysia nicht, doch der Planet selbst wurde von einem Fahrzeugkeim getroffen. Norion hingegen... Auf Norion scheiterten wir, was wir der verdammten Jägerin Samus Aran verdanken. Doch noch ist nichts verloren. Unsere große Anführerin hat Aran mitsamt ihres alliierten Packs im Kampf bezwungen. Sollten sie jetzt nicht tot sein, so werden sie sich bald danach sehnen. Jeder von ihnen ist vom Zerfall geprägt. Schon bald werden sie, so wie Wiener Novizen es tun, sich ihrem Willen beugen. Ja, das ist ja mit
Randers, Gore und Gunraider passiert, aber mit mir nicht. Kommt überhaupt nicht in Frage. So. Gut. Dann geht's mal hier weiter. So. Komm, mach genau auf. So. Umdrehen. So. Was haben wir denn hier? Nova Beam! Alter, ist das geil! Förderkanone gibt abwechselnd Strahlen zum Zertrümmern von Fahrzeugen zur Aufnahme der Bruchstücke ab. Freunde, das hier ist ein Beam, den ich unbedingt brauche, der Nova Beam. Das ist der hochfrequente Beam, von dem so oft gesprochen wurde, womit ich verzieht durchdringen kann und auch grüne Türen öffnen kann. Diesen Beam muss ich unbedingt haben, sonst komme ich ja sowieso nicht weiter. So, weil hier haben wir schon mal so eine grüne Tür. So, Türsystem mit schwachem Energiefeld. Ein hochfrequenter Beam kann das Feld deaktivieren und die Tür öffnen. So. Und zwar muss ich da jetzt aber nach unten. So, was haben wir hier? Ja, hier ist wieder eine Verziehtür, ist verschlossen. Hochfrequente Beams durchdringen dieses Material. Steuerterminal ohne Energieversorgung erfordert Aktivierung des angrenzenden Energieknotens. Bringt mir nichts, aber hier ist ein Aufzug. So. So, ich habe volle Energie und volle Munition, weil so leicht werde ich den Nova Beam nicht bekommen. So, ich muss nämlich erstmal hier runterfahren. Und dann wird's richtig übel. So. Ich bin jetzt genau da, wo eigentlich Fahrzeug abgebaut wird. Und hier sind natürlich schon wieder Kommando-Piraten, ihr Assholes. So. Wenn der Strahl kommt, der alles einsaugt, muss ich weglaufen. So. Genau, ich muss diese Typen hier nämlich platt machen. Also der Kampf ist nicht so easy. So. Solange die Förderkanone den Strahl zum Zertrümmern von Fahrzeugen abgibt, bleibt der Kolben ausgefahren. So. Fahrzeugüberladung. So. Ah, da ist ja noch so ein Asshole. Und stüss. So. Genau, und der Strahl saugt das alles auf. Ich muss es nämlich schaffen, dass einer der Piraten von diesem Strahl erfasst wird und genau da reingesaugt wird. Aber ich selber sollte natürlich nicht reinfliegen, deswegen drücke ich den Joystick nach unten, dass ich dagegen laufe. So, so lange warten, bis das wieder aufhört. So, und da kommen schon die Nächsten. So. Also einer reicht. So, das heißt, ich muss am besten, verstecke ich mich hier. So. Dann muss ich, wie gesagt, warten. So, jetzt. Jetzt passt auf. Der will sich hier festhalten. Aber, ha! So, und da muss ich jetzt draufballern. Bam. Scheiße. Ja, das hat schon wieder nicht funktioniert. Ihr Assholes. So, na, wer will? Wer ist hier im Hypermodus? Du! Dann stirbst du. So, der andere ist mir egal. Der ist auch im Hypermodus. So. So, Moment, er hält sich gleich fest. So, na los! Ha! Bam! Also mit einer Eismission muss ich da draufballern. Und zwar muss ich alle vier... Aua. Alle vier von diesen komischen Dingern da treffen. So. Wenigstens gibt es immer wieder Energiekapseln. Oh. Ah, das sollte ich eher nicht tun, dass ich alle Piraten umbringe, weil sonst ist ja keiner da, der da reingesaugt wird. So. Ja, also ich muss unbedingt dagegen halten. Ja, das hat eine ziemliche Sogkraft. So. Gut, also ich muss zumindest einen Piraten überlassen, dass der da rein...
fliegt. Dass da ausgefahren wird. Da muss ich ganz schnell da drauf ballern. So. So. So, na los. Einer von euch. Einer von euch wird hier reingesaugt. So, Moment. Jetzt aufpassen. Ha! Bams! So, du verbrennst mal. So, Moment, da ist eben Hypermodus. Stirb! So, fahr zum Knapp. So, Moment, da ist ja noch so einer. So, ja, lässt du mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So. Na, warte. So, immer draufballern. Draufballern. Und... Bams. So. Bam. So, einmal noch, Freunde. Einmal noch. Das gefällt euch wohl nicht. Fries. So. Du auch. Ist doch scheiße. So, der Typ da drüben wird es jetzt werden. So, mal kurz warten. Ja, komm, baller mich ruhig ab, ich habe eh genug Energie. So. Moment, aufpassen. Na los, flieg da rein. Flieg da rein. Na los. Ha. Ich hab's geschafft. Yes. Ich hab's geschafft. Und da ist der Nova Beam. Doch der wird jetzt quasi meinen Plasma Beam dauerhaft upgraden. Also er wird noch dieselben Funktionen wie der Plasma Beam haben, plus die zusätzlichen Fähigkeiten, die der Nova Beam eben selber hat. Also her damit! Erweiterung für Anzug erhalten. Nova Beam einsatzbereit. Zum Abfeuern des Nova Beams B drücken. Der Nova Beam ist im Stande, Objekte zu durchdringen, die aus Fazit bestehen. Jawoll. Super. Wenn wir gleich mal kurz im Inventar angucken. So, Inventar. Waffen. Nova Beam. Der Nova Beam ist ein hochfrequenter Strahl, mit dem sich bestimmte Materialien durchdringen lassen. B drücken, um den Nova Beam abzufeuern. B gedrückt halten, die Armkanone aufzuhören und danach loslassen, um einen aufgeladenen Schuss abzugeben. Anmerkungen: Der Nova Beam eignet sich, um Objekte aus Verzicht zu durchdringen und gegnerische Schwachpunkte und verborgene Ziele zu beschießen. Diese lassen sich meist mit Hilfe des X-Ray-Visors entdecken. Neben seinen speziellen Eigenschaften besitzt der Nova Beam sämtliche Funktionen vorheriger Beamwaffen. Also, auch der Nova Beam bleibt weiterhin ein Schweißgerät, also den kann ich so wie den Plasmabeam zum Schweißen von Schallpartien verwenden und auch zum Schmelzen von Eis und von Metallen. Und jetzt eben in Kombination mit dem X-Revisor kann ich diese Energiepunkte treffen. So. Also dann. So. Achso. Hoppla. So, brauche ich ja doch den X-Revisor. So, drehen. Sodala. Hehe. Geil. Oh, der Nova Beam ist echt geil. Jetzt glüht meine Armkanone grün und vor allem ist eine verdammt hohe, schnelle Schussfrequenz, wie ich finde. So. Genau, genau da hinten. Zack. Dann hier drehen. Also wir sehen, ein Schuss des Nova Beams, der geht durch Verzicht durch, als wäre es gar nicht da. So. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich da lang gehe, wo ich da hinkomme. Aha. So, wartet kurz. Ich gucke mal auf die Karte. Aha. Bohrschacht 2.
2. Da käme ich dann dort wieder zurück. Und Hauptkomplex, da gibt es dann noch eine weitere grüne Tür. Ich glaube, ich gehe jetzt mal über den Bohrschacht 2, über die Fahrzeuggrube zurück zu dieser Speicherstation und werde jetzt da mal speichern. So, also der Nova Beam ist richtig geil. Hier zum Beispiel. Brauche ich den schon mal. Förderbohrer steckt fest. Scan deutet darauf an, dass sein interner Mechanismus gelöst werden muss, um den Bohrer wieder in Bewegung zu setzen. Also, X-Revisor. Und dann... BAM! Nova Beam reingeballert. Yeah, baby. So. Was seid denn ihr für kleine Viecher? So, Morphologie Fahrt zum Egel. Friedfertiger Ausrüster, der sich ausschließlich von verwundeten Organismen und Kadavern ernährt. Na dann, sterbt. So. Okay. Dann geht's hier runter. So, ne, hier unten rundherum rum. Genau, also wie gesagt, und mit dem Nova Beam kann ich eben jetzt auch grüne Türen durchdringen. Und warum ist hier? Das sieht hier so komisch aus. Ah, egal. Zack. So. Genau, und oh, seht mal, was wir hier haben. Eine Energiezelle. Die nehme ich doch mit. Schwupps. Energiezelle geborgen. Derzeit im Inventar 5 Energiezellen. So, und dadurch öffnet sich das hier. So. Gut, dann habe ich sogar noch eine weitere Energiezelle gefunden und... Nö, kein Alarm. Kein Alarm. Nein, danke. Kein Bedarf. Die können mich mal. Oder... Oh, nee, ne? Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hier reingehe? Hm. Egal. Freunde, ich speichere hier. Die können mich mal. Hier drin finden die mich sowieso nicht. Und im nächsten Part geht's dann mit dem Nova Beam auf Erkundungstour. Also bis zum nächsten Mal. Lasst euch durch die Musik nicht abschrecken. So. Also dann. Tschüssele.